Wir haben so viel Spaß in den Backen. Wir werden richtig tolles Wetter und tolle Fußballspiele sehen. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Ja, drei Qualifikationsturniere sind bereits gespielt. Heute also die Nummer 4. Das heißt, wir suchen die Teams 16 bis 20. 15 Teams haben sich bereits für das große Finale qualifiziert. Und wenn ich sage großes Finale, dann meine ich das in diesem Jahr auch richtig groß. Denn das Finale findet erstmals nicht im Bottroper Jahnstadion statt. Nein, es wird noch größer, es wird noch besser, aber es wird wieder die Champions League nachgespielt. Das heißt, hier in Schönebeck findet heute, wenn man so will, eine Champions League Qualifikationsrunde statt. Wir sind erstmals im Stadion eines ehemaligen Bundesliga-Vereins, und zwar von Rot-Weiß Oberhausen im Stadion Niederrhein. Und wenn das kein Anreiz ist, hier heute Vollgas zu geben und sich reinzuhauen für das Weiterkommen nach Oberhausen, dann ja, wissen wir auch nicht mehr. Aber es muss nicht unbedingt auf dem sportlichen Erfolg auf Teufel komm raus gemacht werden. Nein, wir machen das Ganze auch über eine Fairplay-Wertung möglich. Das heißt, wir haben eine Jury, die mischt sich hier unter das Publikum. Die brauchen auf die Kinder nicht achten. Das wissen wir, dass die Jungs alle nur Fußball spielen wollen. Die werden sich besonders auf die Trainer, auf die Betreuer, aber auch auf die Eltern und das Publikum generell fixieren, werden da sich das Ganze mal anschauen, und dann bin ich mal gespannt, was wir da für Rückmeldungen erhalten. Ja, wer macht? Ja, wer macht das Ganze möglich? Das Turnier, den Emscher Junior Cup im vierten Jahr, und das ist eine Reihe an gewachsenen Partnern, die uns seit 4 Jahren mittlerweile zur Seite stehen, und das ist zum einen der Derbystar, mit deren Bällen wir heute spielen. Dann ist das Team Sport Philipp. Die Jungs haben da drüben ein schwarzes Zelt aufgebaut, gleich neben der Futtertruppe.